Wir haben es hier mit einer furchtbaren Krankheit zu tun, bei der sich Muskeln in Knochen verwandeln. Das ist beispiellos. Sie sagten meinen Eltern, dass sie nichts für mich tun könnten. Ich hätte eine sehr seltene genetische Krankheit, an der weltweit nur zwei andere Menschen leiden. Sie sollten mich am besten mit nach Hause nehmen und die Zeit mit mir genießen, weil ich das Erwachsenenalter nicht erreiche. Meine größte Angst ist, dass ich eines Morgens meine Beine nicht mehr bewegen kann, weil sie steif sind. Es ist, als würde in diesen Kindern eine Zeitbombe ticken. Man weiß nicht, wie groß die Explosion sein wird, aber sie wird verheerend sein. Das ist eine Katastrophe. Wir brauchen Antworten, und zwar schnell. Dies ist das Skelett von Harry Eastlake. Er starb 1973, kurz vor seinem 40. Geburtstag. Sein Gerippe zeigt die Spuren einer Krankheit, an der er seit dem 4. Lebensjahr litt. Die Muskeln seines Oberkörpers haben sich teilweise in Knochen verwandelt. Knochengewebe umschloss beide Schultergelenke, sodass er seine Arme nicht mehr bewegen konnte. Selbst das Atmen fiel Harry Eastlake schwer. Sein ganzer Brustkorb war durch Knochen eingeschnürt. Auch zwischen Nacken und Hinterkopf war eine knöcherne Verbindung entstanden, sodass der Kopf in einer Position festsaß. In seinen letzten Lebensmonaten war Harry Eastlake vom Kopf bis zu den Füßen so unbeweglich wie eine Statue. Kein Arzt verstand, was hier geschah. Niemand konnte ihm helfen. Als Eastlake starb, hinterließ er seinen Körper der Wissenschaft. Vielleicht würden die Mediziner mit seiner Hilfe mehr über seine Krankheit herausfinden. Eastlake litt an der Münchmeier-Krankheit, Fibrodysplasia ossificans progressiva, kurz FOP. Seit Jahren sind die Wissenschaftler diesem Leiden auf der Spur. Ihre Arbeit ähnelt dabei der von Detektiven. Als Daniel ein Jahr alt war, wuchs ihm eine Beule auf der Stirn. Wir dachten, dass es eine Beule sei, weil er damals auch auf dem Kopf eine hatte. Aber das Ding wuchs immer weiter. So etwas hatte der Arzt noch nie gesehen. Es war erschreckend, an jedem Morgen diesen Vorsprung zu sehen, der aus seiner Stirn ragte. Seine Stirn stach über dem Auge einfach 4 Zentimeter heraus. Ein ganz glatter, gewölbter Auswuchs auf der Stirn. Für uns war nur wichtig, dass es nichts mit dem Gehirn zu tun hatte. Wir befürchteten zuerst natürlich, dass es ein Gehirntumor sein könnte. Irgendwas, das ihn früher oder später umbringen würde. Die angebliche Beule war das erste erschreckende FOP-Symptom. Michael Zasloff beschäftigt sich seit den frühen 70er Jahren mit seltenen Krankheiten. Trotzdem fiel er aus allen Wolken, als er 1979 die 8 Jahre alte Monica Anderson traf, seine erste FOP-Patientin. Her neck became swollen. Ihr Nacken war angeschwollen, heiß und weich. Die ganze Seite des Nackens war aufgeblasen wie ein Ballon. Sie konnte den Kopf nicht mehr drehen. Ihre Eltern waren furchtbar besorgt und kamen in die Klinik, in der ich damals arbeitete. Ich war Kinderarzt, wurde in Harvard ausgebildet, im Bostoner Kinderkrankenhaus. Aber so etwas hatte ich noch nicht gesehen. Ihre Röntgenbilder zeigten, dass sich überall im Körper dieses Kindes kleine Fragmente aus Knochengewebe befanden. Seit
Seslow durchforstete die Fachliteratur und fand heraus, dass diese Krankheit schon im Jahre 1692 zum ersten Mal erwähnt wurde. Dabei war das Leiden so selten, dass Ende der 70er Jahre in der ganzen Welt nur 50 noch lebende FOP-Patienten bekannt waren. Doch auch die Recherche brachte Seslow nicht weiter. Je mehr der junge Arzt herausfand, desto klarer wurde ihm, wie rätselhaft diese Krankheit war. Das Erstaunliche daran ist, dass sich hier eine bestimmte Art von Gewebe in eine andere Gewebeart verwandelt. Muskel wird zu Knochengewebe. Bei keiner anderen Krankheit passiert etwas Ähnliches. Was hier geschah, schien gegen die Natur zu sein. Ein Auge kann sich unmöglich in eine Niere verwandeln. Ein Herz wird nicht zur Lunge. Kein einziger Teil des Körpers wird plötzlich zu einem anderen Organ. Medizinisch ließ sich dieses Phänomen nicht erklären. Und trotzdem wurden Muskeln, Sehnen und Bänder hier zu Knochen. Als Forscher war Seslow fasziniert. Als Arzt war er entsetzt. Was er herausgefunden hatte, war eine Katastrophe für seine kleine Patientin. Ich musste mit ihrer Familie sprechen und diesen Leuten drei furchtbare Dinge sagen. Erstens, dass wir keine Ahnung hatten, was hier geschah. Zweitens, dass wir ihrer Tochter nicht helfen konnten und dass sie drittens ein Leben lang behindert wäre. Kein Mensch könnte ihr bei dem, was sie durchmachte, helfen. Jedenfalls nicht im Augenblick. Seslow arbeitete damals am National Institute of Health in Washington, einer Einrichtung, die auf die Erforschung seltener Krankheiten spezialisiert ist. Doch selbst die Experten hier waren überfordert. Die Lage war aussichtslos. Wenn nicht bald eine Therapie gefunden würde, müsste die junge Patientin zusehen, wie ihr ganzer Körper allmählich versteinerte. Seslow wollte nicht zusehen. Er wollte die Krankheit erforschen. Doch als er Kollegen um Hilfe bat, stieß er auf wenig Interesse. Es handelte sich ja um eine seltene Krankheit, über die wenig bekannt war. Man müsste sehr viel Energie investieren, um überhaupt ein brauchbares Forschungsergebnis zu erzielen. Die Chancen auf einen echten Erfolg wären auch dann eher gering. Deshalb meinten die meisten, dass man damit nur Zeit und Geld verschwenden würde. Seslow machte sich trotzdem an die Erforschung. Als ersten Schritt wollte er eine Gewebeprobe entnehmen. Nur sie könnte zeigen, ob irgendetwas im Muskelgewebe selbst die Knochenbildung auslöste. Die Entnahme der Probe hätte reine Routine sein müssen. Doch auf Seslow wartete eine grausame Überraschung. Wir machten unter lokaler Betäubung und ganz vorsichtig einen kleinen Einschnitt und entnahmen die Gewebeprobe. Als wir sie untersuchten, fanden wir keinen Hinweis auf Knochen. Die Tests ergaben immer nur, dass hier alles völlig normal war. Dieses Stückchen Muskelfaser unterschied sich in nichts von irgendeinem anderen. Einen Monat später hatte sich an der Einschnittstelle allerdings Knochen gebildet. Rings um den Einschnitt verwandelte sich das Muskelgewebe mit erschreckender Geschwindigkeit in Knochen. Seslow ahnte inzwischen, dass er nur dann weiterkäme, wenn er noch weitere Patienten untersuchte. Weltweit leidet aber nur ein Mensch unter 2 Millionen unter der Krankheit. Erst nach längerer Suche lernte Seslow Jeannie Pieper kennen. Sie hatte mit 4 Jahren einen ersten kurzen Ausbruch der Krankheit erlitten. The flare-ups start with swelling in the affected area. It's very tender to touch. Usually is red. So ein Schub beginnt damit, dass der betroffene Bereich anschwillt. Das Gewebe wird weich, färbt sich auffällig rot und tut höllisch weh. Ein Schub kann eine Woche dauern, aber auch Monate.
Wenn es losgeht, weiß man also nicht, wie lange man diese Schmerzen ertragen muss. Nach einer Weile schwillt das Gewebe wieder ab. Röntgenbilder zeigen nun aber, dass die Muskelfasern von Knochenstücken durchsetzt sind. Sie haben nicht die Form von Knochen, sind aber aus Knochengewebe. Sie wachsen, verheilen nach einem Bruch und verfügen sogar über Knochenmark, wie normale Knochen. Sie werden zu einem ständigen Teil des Körpers. Nach und nach verbinden sich die neuen Knochen mit dem Skelett des Patienten. Jetzt wird die Krankheit zur Qual. Der Knochen ist hier entlang der Bänder und Sehnen gewachsen. Das Gelenk ist dadurch völlig steif. Ich kann es nicht bewegen. Das hat mein ganzes Leben verändert. Ich war Linkshänderin und benutzte ständig nur die linke. Zum Schreiben, Essen, einfach für alles. Es war natürlich nicht leicht, als kleines Kind damit zurechtzukommen und plötzlich alles anders zu machen. Der Vergleich verschiedener Fälle zeigte Seslow, dass sich jeder Eingriff in das Gewebe verheerend auswirkte. Selbst eine Schnittwunde konnte zur Entstehung neuer Knochen führen. Oder ein Sturz. Judd Bogart ist 22. Bei ihm hat die Krankheit unter anderem zur Versteifung der Kiefermuskulatur geführt. In meinem ersten Semester an der High School stolperte ich. Es war ein Mittwoch, mein Vater hatte mich gerade abgesetzt. Mein Fuß blieb irgendwo hängen und ich schlug der Länge nach hin. Keine Ahnung, wie das passierte, aber irgendwie schlug ich mit dem Kopf auf den Boden und blutete ein bisschen. Auch an der linken Hüfte hatte ich einen Bluterguss. Das Gelenk ist nach diesem kleinen Zwischenfall zusammengewachsen. Ich kann es nicht mehr bewegen. Nach dem Sturz hatte sich rings um das Hüftgelenk Knochen gebildet. Judd Bogarts linkes Bein wird sich nie wieder anwinkeln lassen. Trotzdem durfte das neue Knochengewebe in keinem Fall operativ entfernt werden. So viel wusste Seslow schon. Wenn man versucht, dieses Knochengewebe zu entfernen, und das wäre ja das Normalste, macht man alles nur schlimmer. Eine OP bewirkt ja auch eine Art Verletzung. Und bei dieser Krankheit führt eben jede Verletzung zur Bildung von mehr Knochen. Inzwischen konnte Seslow vergleichen, wo es bei den verschiedenen Patienten zu ersten Symptomen gekommen war. Er stellte fest, dass sich die neuen Knochen immer an ähnlichen Stellen bildeten. Er hatte Schwellungen im Nacken, an den Schultern und am Torso. Erst waren es der Nacken, die Schultern, die Arme, dann die Hüfte und das linke Knie. Dieses Muster hatte ich schon einmal gesehen. In genau dieser Reihenfolge entstehen die Knochen eines Menschen, wenn er ein Fötus ist. Das Skelett entsteht im Mutterleib von oben nach unten. Zuerst bildet sich der Schädel, dann die Knochenstrukturen von Nacken und Schultern, der Brustkorb, die Arme, Beine und zuletzt die Knochen in den Füßen. Die Einhaltung dieser Reihenfolge wird von einem Gen kontrolliert, das nur während der Skelettbildung aktiv ist. Sind alle Knochen entstanden, wird das Gen deaktiviert. Die auffälligen Übereinstimmungen hatten Seslow weitergebracht. Vielleicht war die Ursache für die fortschreitende Verknöcherung damit schon geklärt. Ich zog eine einfache Schlussfolgerung. Kann es nicht sein, dass das Signal, das beim Fötus für die Knochenbildung sorgt, bei diesen Kindern einfach nicht abgeschaltet ist? Der erste Schlüssel zum Verständnis der Krankheit war gefunden. Jetzt musste Seslow noch feststellen, wo genau die Störung lag.
Die Krankheit entwickelt sich von oben nach unten. Für uns ist es sehr wichtig, dass man sie zumindest verlangsamen kann, bevor Daniel sehr viel älter ist. Das muss aber ziemlich bald geschehen. Trotz seiner ersten Fortschritte hatte Seslow ein gravierendes Problem. Niemand wollte seine Arbeit finanzieren. Für eine Krankheit, die so wenige Menschen betraf, saß das Geld alles andere als locker. 10 Jahre lang kämpfte Seslow in Washington gegen Windmühlen. Dann zog er nach Philadelphia um. Er hatte noch immer kein Geld für ein Forschungsteam und das Desinteresse seiner Kollegen hatte ihn zermürbt. In Philadelphia wollte er sich eigentlich schon anderen Themen zuwenden, als er einem Mediziner begegnete, der sich ebenfalls für FOP interessierte. Ich war zufällig in der Kinderklinik und traf dort den neuen Chef der Genetikabteilung. Er meinte, ich bin Mike Zaslav und Sie sind Fred Kaplan. Dann fragte er mich gleich, ob ich schon einmal von FOP gehört hatte. Er sah mich mit großen Augen an, war sichtlich erstaunt und sagte, was wissen Sie über FOP? Ich erzählte ihm also von meinen Erfahrungen. Wir unterhielten uns rund 4 Stunden. Das war das beste Meeting, das ich je mit einem Mediziner hatte. Irgendwann meinte er, warum kommen Sie nicht in mein Labor und wir arbeiten zusammen? Hast du dir da eine Beule eingefangen? Kaplan und Seslow einigten sich schnell auf ein erstes gemeinsames Ziel. Sie wollten dafür sorgen, dass FOP unter Ärzten bekannter würde. Da kaum jemand die Krankheit kannte, kam es immer wieder zu gefährlichen Fehldiagnosen. Ashley Kirpiel leidet noch heute an einer Fehlentscheidung, die 13 Jahre zurückliegt. Damals hatte ihre Mutter eine Verdickung an ihrer Schulter entdeckt. Da keiner ahnte, dass es sich um FOP handelte, sollte die störende Geschwulst entfernt werden. Vor der Operation sagten wir uns, sie wird nie Cheerleader werden oder ihren Arm heben können. Die Ärzte hielten die Geschwulst für Krebs. Nach der Hälfte der OP kam der Chirurg heraus und meinte, dass es sich schon zu weit ausgebreitet habe und sie müssten die ganze Schulter amputieren. Letztlich wurden Ashleys rechter Arm und die Schulter entfernt. Es ist unvorstellbar, wie man sich in so einem Moment fühlt. Sie war doch noch so klein. Ohne operativen Eingriff und ohne weiteren Krankheitsschub könnte sich Ashley noch heute bewegen und hätte beide Arme. FOP wird sehr oft falsch diagnostiziert. Einer der Gründe dafür ist, dass nur wenige Menschen von dieser Krankheit wissen. Die Ärzte lernen in der Ausbildung nichts darüber. Sie treffen keine Kinder mit FOP und kennen deshalb die Symptome nicht. Das sollte sich nun ändern. Im Lauf der nächsten Jahre verfassten Kaplan und Seslow mehr als 20 Arbeiten über die Krankheit. Sie hatten festgestellt, dass vor allem ein Anhaltspunkt den Ärzten bei der Diagnose helfen könnte. Eine der Besonderheiten dieser Krankheit ist, dass die Patienten mit missgebildeten Zehen zur Welt kommen. Der große Zeh ist meist zu klein und nach innen gedreht. Und oft fehlt ein Gelenk. Bei keiner anderen Krankheit gibt es so eine Missbildung. Zwei Jahre nachdem Seslow und Kaplan ihre Aufklärungskampagne begonnen hatten, kamen schon doppelt so viele FOP-Patienten zu ihnen nach Philadelphia. Inzwischen waren sie auch in der Erforschung von FOP weitergekommen. Ihnen war dabei vor allem ein Rätsel aufgefallen. Die Krankheit galt bislang als Erbkrankheit, ausgelöst durch eine genetische Störung.
Doch nichts ließ darauf schließen, dass das auch zutraf. Schon vor 100 Jahren meinten die Ärzte, dass es eine genetische Krankheit sein müsste, ohne dafür Beweise zu haben. Es gab keinen einzigen Fall, in dem ein Elternteil und ein Kind FOP hatten. Kaplan und Sesloff hatten mehr als 70 Patienten untersucht. Doch auch sie kannten nicht eine Familie, in der mehrere Mitglieder an FOP litten. Die Krankheit wurde wohl doch nicht vererbt. Wir kamen erst weiter, als mich eines Tages ein ehemaliger Student anrief und sagte: Ich glaube, ich habe hier einen Vater und drei Kinder und alle haben die Krankheit, die Sie erforschen. Ich fragte: Wie sehen denn Ihre Zähne aus? Er antwortete: Sie alle haben kurze, missgebildete Zehen. Ich drehte mich zu einem meiner Studenten um und meinte: Wir nehmen das nächste Flugzeug und sehen uns das an. Kaplans Informant hatte recht. Bei den Smiths litt nicht nur der Vater unter FOP, sondern auch drei seiner Kinder. FOP war also tatsächlich eine Erbkrankheit. Dann müsste das Leiden aber in allen Familien über die Gene weitergegeben werden. Weshalb also litten die Eltern der weitaus meisten FOP-Patienten nicht daran? Es konnte nur eine Begründung geben. Erst in den Spermien des Vaters oder der Eizelle der Mutter dürfte es zur Genmutation gekommen sein. Das Gen wurde dann in der mutierten Form vererbt. Nur so konnte eine Krankheit weitergegeben werden, ohne dass die Eltern selbst darunter litten. Kaum ein FOP-Patient bekam seinerseits wiederum Kinder. Deshalb blieb das Leiden auf eine einzige Generation beschränkt. Kaplan wusste, dass er die Krankheit nur dann durchschauen könnte, wenn er das mutierte Gen fand. Blutproben der Familie Smith sollten zeigen, welche genetischen Fehler hier vererbt wurden. Doch der Vater und seine drei Kinder allein würden den Medizinern auf Dauer nicht reichen. Als Forscher mussten wir unbedingt weitere Familien finden, denn nur sie würden uns zeigen können, wo genau wir zu suchen hätten. Wo versteckt sich das beschädigte Gen? Nur so können wir es finden. Aber das ist fast, als ob man einen Feldzug anfängt, ohne zu wissen, wo der Feind steht. Und das sollte man natürlich wissen, bevor man angreift. Nur dann kann man eines Tages nämlich Medikamente einsetzen, die den Kindern helfen. Uns ging es ja nicht darum, ein Gen zu finden. Wir wollten das Gen, weil wir Medikamente wollten. Nach zahllosen Testreihen stellten die Mediziner tatsächlich fest, dass sie den Fehler mit nur einer Familie nicht finden könnten. Immerhin besteht unser genetischer Code aus zehntausenden Genen. Mit fünf oder sechs Familien hätten wir schon eine größere Chance, das Ganze einzugrenzen. Dann würde sich der Einsatz moderner genetischer Lokalisierungstechniken lohnen. Das ist im Augenblick das größte Problem der FOP-Forschung. Wir brauchen betroffene Familien, um die Suche einzugrenzen. Wenn FOP verbreiteter wäre, hätten wir das Gen wohl vor Jahren gefunden. Ohne weitere FOP-Familien steckten die Forscher in einer Sackgasse. Sie kamen erst weiter, als Kaplan einen Artikel über den Bostoner Genetiker John Wozniak las. Wozniak erforschte ein Protein, das sich in Knochenmasse findet. Es wird Bone Morphogenetic Protein genannt, oder kurz BMP. Dieser Stoff hat die erstaunliche Fähigkeit, die Bildung neuen Knochengewebes auszulösen. Wir wussten, dass man tote Knochen zermahlen kann und auf diese Weise BMP gewinnt. Wenn man diesen Stoff dann einem Tier implantiert, bewirkt er die Bildung neuen Gewebes. Man nimmt also Knochenextrakt, setzt ihn einem Tier wieder ein und es bildet sich neuer, lebender Knochen. Aus Leberextrakt würde sich nie eine neue Leber bilden. Für gewöhnlich sorgt BMP im Embryo für die Entwicklung von Knochengewebe. Bei einer Implantation schien es allerdings dieselbe Wirkung zu haben wie FOP.
Wozniak klonte das Gen, das im Körper für die Produktion von BMP verantwortlich ist, und erstellte seine Gensequenz. Das Resultat war überraschend. Wenn man etwas geklont und die Sequenz erstellt hat, vergleicht man diese Gensequenz mit denen in der Datenbank. Man schaut, ob man etwas Vergleichbares findet, das schon identifiziert wurde. Als wir soweit waren, fanden wir tatsächlich eine Sequenz in der Datenbank, die mit BMP vergleichbar war. Das BMP-Gen glich einem Gen, das erst im Vorjahr entdeckt worden war. Das war ausgerechnet ein Fliegengen. Kein Wunder, dass wir verblüfft waren. Wir wissen doch alle, dass Fliegen keine Knochen haben wie wir. Das war erstaunlich. Wir fragten uns, Fliegen haben keine Knochen und Menschen haben keine Flügel. Was soll also die Querverbindung zwischen einem sehr wichtigen menschlichen Gen und Protein für die Knochenbildung und einem Fliegengen sein? Kaplan suchte Hilfe bei einem Spezialisten für Fliegengene, William Galbert. Es kommt einem vielleicht komisch vor, dass Fliegen BMP produzieren, obwohl sie keine Knochen bilden. Dabei haben wir unsere tragende Struktur nur im Körperinneren. Und Fliegen haben ein Exoskelett, das, wie der Name schon sagt, außen liegt. Natürlich unterscheidet sich dieses Exoskelett von unserem Skelett. Trotzdem sind die Proteine, die es bilden, die gleichen wie das BMP, das unser Skelett bildet. Zum ersten Mal sah es so aus, als wäre das Gen, das FOP auslöst, schon fast gefunden. Wir stellten fest, dass die Krankheit bei den betroffenen Kindern immer in einer bestimmten Weise fortschritt. Auch wenn das Ganze oft durch eine Verletzung ausgelöst wurde, die Verbreitung im Körper war doch die gleiche. Jetzt stellten wir fest, dass das Fliegengen dieselbe Wirkung hatte. Die Flügel, das Außenskelett und die Gliedmaßen einer Fliege entstehen in genau der Reihenfolge wie das Fortschreiten von FOP bei Kindern. Experimente sollten nun zeigen, wie sich das knochenbildende Protein BMP auf die Anatomie von Fliegen auswirkte. Mit menschlichen Patienten wären ähnliche Versuche natürlich unmöglich gewesen. Wenn es bei einer Fliege zu einer Störung dieser Proteine kommt, fehlen ihnen oft bestimmte Körperteile. Zum Beispiel sind ihre Gliedmaßen verkürzt. Und es kommt zur Bildung von zusätzlichen Strukturen. Auch hier gibt es also Parallelen zu FOP. Den FOP-Patienten fehlt einerseits ja ein Knochen im großen Zeh, andererseits kommt es aber zur Bildung der zusätzlichen Knochen, dem Hauptsymptom dieser Krankheit. Jetzt waren die Forscher tatsächlich einen Schritt weiter. Sie hatten festgestellt, dass bei FOP-Patienten eines der BMP-Gene nicht richtig funktionierte. Genau deshalb wurde die Knochenproduktion fortgesetzt. Das war eine erstaunliche Erkenntnis. Jetzt wies doch alles darauf hin, dass wir für FOP nur die BMP-Gene untersuchen müssten. Einem Medikament war man dadurch allerdings noch nicht näher. Bislang war es nie geglückt, ein einzelnes Gen im menschlichen Körper zu aktivieren oder zu deaktivieren. Es müsste eine andere Möglichkeit geben, um die Knochenproduktion zu unterbinden. Kaplan und Zaslav wurden erst durch einen Anruf aus Kalifornien weitergebracht. Dort hatte ein Wissenschaftler von der FOP-Forschung gehört. Er glaubte, genau das gefunden zu haben, was die Mediziner in Philadelphia brauchten. Bei gesunden Tieren wird die Bildung des Skeletts sehr genau kontrolliert. Da gibt es Signale, die für die Entstehung der Knochenstruktur sorgen, und es gibt Signale, die verhindern, dass zu viel Knochen entsteht. Richard Harland erforschte die Entstehung von Knochen bei Mäusen. Er hatte dabei ein neues Protein entdeckt, das er Noggin nannte.
Ganz wie BMP die Produktion von Knochen auslöst, stoppt Noggin diesen Prozess. Im Embryo kontrolliert Noggin, wie viel Skelett entsteht. Mit BMP und Noggin verhält es sich wie mit Yin und Yang. BMP regt das Wachstum von Knochenmasse an und Noggin hemmt es. Harland wollte die Balance zwischen beiden Stoffen untersuchen. Er züchtete deshalb Mäuse, die kein Noggin erzeugen konnten, und verglich sie mit gesunden Mäusen, die das neue Protein produzierten. Ihr Knochenbau unterschied sich drastisch. Das ist ein normales Bein, mit allen Einzelheiten. Und das ist das Bein einer Maus, die kein Noggin produziert. Man sieht, dass die Knochenstrukturen viel kräftiger sind als in dem normalen Bein. Auch die 5 Zehen sind sehr viel größer, als sie sein sollten. Ohne das hemmende Noggin sorgte das BMP im Körper der Mäuse dafür, dass selbst dann noch Knochenmasse entstand, als das Skelett längst ausgebildet war. Auch FOP-Patienten produzieren überflüssiges BMP. Man könnte deshalb meinen, dass man dieses BMP nur mit Noggin zu hemmen bräuchte und schon würden FOP-Patienten keine zusätzlichen Knochen mehr bilden. Vielleicht könnte man tatsächlich einen FOP-Patienten nehmen, die störenden Knochen entfernen und ihn mit Noggin behandeln, damit sich kein Knochen mehr bildet. Wir wissen nicht, ob das geht, aber es wäre eine Chance für die Behandlung. Könnte es das Leben der Betroffenen erleichtern? Plötzlich wären Operationen möglich, ohne dass es später automatisch zu weiterer Knochenbildung kommen müsste. Selbst eine Hüftoperation wäre auf diese Weise machbar, bevor die Krankheit zur völligen Unbeweglichkeit eines Gelenks führt. Mein rechtes Hüftgelenk könnte ersetzt werden. Ich hätte meine Unabhängigkeit zurück und das wäre ein Traum. Mit Noggin könnten die Betroffenen in der Zukunft vielleicht vor der völligen Unbeweglichkeit bewahrt werden. Kaplan und Zaslav wollten allerdings ein Mittel finden, das die Knochenbildung von vornherein verhindert. Bei der Suche nach einem solchen Medikament gäbe es nur eine Chance. Die Forscher müssten beobachten, was geschieht, während sich in einem Krankheitsschub Muskelgewebe in Knochen verwandelt. Eine schier unmögliche Aufgabe. Schon weil sich die Entnahme von Gewebeproben bei FOP-Patienten nicht durchführen lässt. 1994 brachte die Überweisung eines neuen Patienten die Rettung. Dieser Mann sollte den Forschern zeigen, was während eines FOP-Schubes im Körper geschieht. Als wir in seine Akten sahen, stellten wir fest, dass er sich schon vor fast 25 Jahren einer Biopsie unterzogen hatte. Und die Ärzte hatten damals nicht nur einmal Gewebeproben entnommen, sondern über Wochen gleich mehrmals. Besonderes Glück war, dass die wertvollen Proben noch immer im Krankenhaus verwahrt wurden. Zum ersten Mal verfügte Kaplan über eine Serie von Momentaufnahmen, die genau zeigten, wie das Muskelgewebe bei einem Krankheitsschub zu Knochen wird. Frank Gannon war an der Analyse der Proben beteiligt. Als wir von diesen Gewebeproben hörten, waren wir sehr aufgeregt. Wir hatten ja immer nur Biopsien von fertig ausgeformtem Knochengewebe. Das frühe Stadium einer solchen Geschwulst konnten wir noch nie untersuchen. Die Analyse der Proben überraschte Kaplan und Gannon. Erstaunlich war vor allem die Wirkung der Lymphozyten im Körper des Patienten. Lymphozyten sind weiße Blutkörperchen und gehören zum menschlichen Immunsystem. Für gewöhnlich verteidigen sie den Körper, indem sie eindringende Erreger und Organismen abtöten. Bei diesem FOP-Patienten hatten sie eine ganz andere Wirkung.
Die Lymphozyten werden hier violett gezeigt. Sie haben sich im Muskelgewebe gesammelt und töten die Muskelzellen. Das war überraschend. Normalerweise sind das ja die Guten. Sie bekämpfen Viren und einige Tumore. Hier haben sie aber zum Absterben der Muskelzellen in diesem Bereich geführt. Bei FOP-Patienten schienen die Lymphozyten gesundes Muskelgewebe anzugreifen. Ganz offensichtlich wurde der Körper hier von seinem eigenen Immunsystem bekämpft. Die Forscher wandten sich jetzt wieder den Blutproben ihrer anderen Patienten zu. Bei der Untersuchung der Lymphozyten in diesen Proben erlebten sie die nächste Überraschung. In allen Fällen fand sich in den Lymphozyten das knochenproduzierende Protein BMP. Ein erstaunlicher Fund. In normalen weißen Blutkörperchen, also bei Ihnen oder mir, sollte man kein BMP finden. Bei den FOP-Patienten war es aber in allen weißen Blutkörperchen. Diese Blutzellen könnten bei den erkrankten Kindern wie kleine Fabriken ständig BMP produzieren. So würde sich eine Blutzelle bei gesunden Menschen nie verhalten. Endlich schienen alle Puzzleteile zusammenzupassen. Immer wenn der Körper eine Verletzung erleidet, schickt das Immunsystem durch den Blutkreislauf Lymphozyten vor Ort, die den Schaden reparieren sollen. Bei FOP-Patienten töten die Lymphozyten aber das Gewebe, an dessen Heilung sie beteiligt sein sollten. Im Anschluss sorgt das BMP in den Lymphozyten an der verletzten Stelle für die Produktion von Knochengewebe. Wenn jemand verletzt ist, reparieren die Lymphozyten den verletzten Bereich. Zumindest wäre das eine ihrer Aufgaben. Auch bei FOP werden Blutzellen zur verletzten Stelle geschickt. Aber anstatt nun das verletzte Muskelgewebe mit Narbengewebe zu reparieren, reparieren sie es mit Knochen. Der Übeltäter war gefunden. Das Rätsel der Krankheit endlich gelöst. Die Forscher wussten nun, wie es zur Bildung der unerwünschten Knochen kommt. Jetzt konnten sie einen Plan entwickeln, wie die Krankheit angegriffen werden könnte. Beistand suchten sie bei eher überraschenden Verbündeten. Ihr kraftstrotzender Körper könnte das rettende Medikament liefern. Auf der Suche nach einem Wirkstoff untersuchten wir die Chemikalien in verschiedenen Tieren. Der Hai interessierte uns, weil er zu den primitivsten Wirbeltieren zählt. Haie sind die einzigen Wirbeltiere ohne Knochenskelett. Ihr Körpergewicht wird allein von Knorpelmasse getragen. Mike Sessler vermutete, dass ein Hai nur deshalb keine Knochenmasse produziert, weil er über besonders wenige Blutgefäße verfügt. Ohne die ständige Versorgung mit Blut wird Knorpelmasse nicht zu Knochen. Wir zermahlten verschiedene Gewebe, unter anderem Lebergewebe, und entdeckten dabei eine Substanz, die bislang unbekannt war. Wir nannten sie Squalamin. Es zeigte sich, dass diese Substanz bei den Haien die Bildung von Blutgefäßen unterbindet. Sie dürfte dafür verantwortlich sein, dass Haie keine Knochen bilden. Diese Tatsache machte den Hai natürlich zum besonders interessanten Kandidaten für die Entwicklung eines Medikaments. Kaplan und Sessloff erkannten sofort, in welcher Weise Squalamin ihren Patienten helfen könnte.
Ein FOP-Schub ist doch zuerst einmal eine schmerzhafte rote Geschwulst. Oft sieht man sogar die Blutgefäße direkt unter der Hautoberfläche. Wir wissen ja längst, dass diese Blutgefäße bei FOP schon sehr früh eine wichtige Rolle spielen. Sie spielen auch später eine Rolle, aber im Frühstadium sind sie besonders wichtig. Wenn wir die Bildung zusätzlicher Blutgefäße verhindern könnten, dann würde die Geschwulst in geringerem Maß mit Nährstoffen versorgt. Das könnte die Bildung von Knochengewebe verlangsamen oder sogar stoppen. Eines Tages könnte Squalamin die erhoffte Rettung sein. Aber so weit ist es noch nicht. Der Wirkstoff wird bislang erst getestet. In 2 Jahren könnten die Tests beendet sein. Für ein Kind mit FOP sind 2 Jahre jedoch eine Ewigkeit. Die Zeit drängt. Wir wissen doch, dass jedes dieser Kinder morgen vielleicht aufwacht und sich nicht mehr bewegen kann. Ich wäre schon mit einem Mittel zufrieden, das zu 50% wirkt. Daniel könnte sich seine Beweglichkeit damit vielleicht erhalten, bis ein Heilmittel gefunden ist. Ich hoffe nur, dass er mit 15 noch laufen kann. Diese Kinder sind meine Kinder. Ich arbeite jeden Tag mit ihnen. Dabei wird mir dauernd bewusst, wie verheerend die Auswirkungen ihrer Krankheit sind und wie FOP ihnen alle Lebensqualität nimmt. Man denkt einfach nicht an die Zukunft. Ich habe mich nie gefragt, wie das Leben sein wird, wenn ich eines Tages nicht mehr laufen kann. Man lebt einfach von einem Tag zum nächsten. Ich weiß, dass sie ein Mittel finden werden. Aber wann? Wie lange müssen wir noch warten? Die FOP-Forschung ist auch für andere Krankheiten interessant. Für alles, was mit den Knochen zu tun hat, wie etwa Arthritis, Osteoporose oder Missbildungen bei Kindern. Ich glaube, dass das ein wichtiger Schlüssel für viele andere Leiden ist. Und wenn wir letztlich doch nur ein wirksames Medikament gegen FOP finden, dann reicht das auch.